könnte. Es steht ja immer noch aus. Es hatten wir in der letzten... warte mal, hier muss man dann hochkommen. Hoppla. Und dann muss man hier irgendwie hochlaufen können. Ja. Eve denkt laut, alles klar. Nee, das ist zu steil, glaube ich. Ich glaube, müssen wir hier anfangen. Komm, machen wir einfach jetzt mal so. Was da wollte ich denn jetzt noch sagen? Was hatte ich doch gerade erzählt? Warum ziehst du nicht ins YouTube-Haus? Was ist das denn für eine Frage? Was will ich denn da? Jetzt mal serious. Erstens wohne ich in München. Das ist so ungefähr mal, weiß ich nicht, wie weit weg. Und zweitens, warum? Ich bin ganz zufrieden so hier, ne? Obwohl das, also ich muss sagen, vom Gedanken her, wenn ich mir jetzt... Oh, was? Wo? Wo ist er? Wo ist er? Oh. Nein, doch nicht jetzt! Oh. Oh. Boah, Classic Man, bist du irre? Gab doch erst Geld, ich hau mal was für dich raus, bitteschön. Bitte, mir. Gab doch erst Geld, ich hau mal was für dich raus, bitteschön. Nie, hilf mir mal bitte, soll ich den Motorradführerschein machen, ja oder nein? Ja, klar. Also erstmal vielen Dank, du Irrer. Wo ist ein Haar? Ist für dich? Hör mal auf damit immer. Deshalb fühle ich mich voll schlecht und so. Demnächst kann ich mir mit dem ganzen Geld, was du schon gespendet hast, irgendwie mal endlich meinen Sofabezug kaufen. Oder den Friseur bezahlen. Und so viel hast du schon gespendet, ey. Ja, vielen Dank, ey. Wahnsinn. Ja, Motorradführerschein würde ich auf jeden Fall machen. Also wenn du drüber nachdenkst, ihn zu machen, dann würde ich nicht weiter drüber nachdenken, sondern würde ihn machen. Ich mache ihn zum Beispiel nicht und ich habe auch keinen, weil, gut, das eine schließt das andere, oder ist klar, weil ich Angst habe vor Motorradfahren. Oder Respekt, sagen wir mal, nennen wir es mal Respekt. Was hat Revi denn da gemacht? Okay. Also würde ich sagen, mach das mal. Mach mal das Texture-Pack raus. Voll, Dude! Willkommen auf seinem Schlaf. Ja, so, pass mal auf. Ich weiß ja nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, weil hier kommt The Hood drauf, das Haus. Damit wir immer einen wunderschönen Blick auf unseren Lieblings-Petrit haben und auf unseren Lieblings-Felix und auf was auch immer da unten passiert. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Trage ich das jetzt hier noch ab oder mache ich das hier noch drauf? Ich glaube, ich erweitere jetzt einfach mal diese Grasfläche. Das wird jetzt hier ein bisschen so konstruktiv. Nee, ich trage das ab. Geil, du bist so konsequent wie eine Oma mit Alzheimer. Nichts gegen Alzheimer, Alzheimer. Also schon was gegen Alzheimer, Alzheimer. Scheiße. Alzheimer ist, glaube ich, richtig scheiße. Ich glaube, alle Krankheiten, wo du, also Demenz, Alzheimer, wo du, dein Gedächtnis verlierst, boah, das ist schon... Also für dich selber ist es, glaube ich, nur am Anfang schlimm. Für alle anderen ist es... Ja, ich glaube, für dein Umfeld ist es noch viel schlimmer als für dich selbst. Aber gut, da wollen wir gar nicht heute drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall tun mir alle leid und die vielleicht Verwandten an diese Krankheit verloren haben, kann man ja fast sagen, weil dann ja schon ein bisschen jemand verliert. Egal, das ist eine doofe Thematik. Aber ne, ich muss ja auch mal immer ab und zu zwischendurch sowas ansprechen. Da machen wir noch einen drauf. Guck mal, das wird richtig schön. Mama, bin ich im Fernsehen. Ich glaube, das reicht hier schon so. Das kann ja auch ein bisschen überhängen, weißt du? Also das muss nicht hier die ganze Basis sein. Und das kann ich ja nachher dann noch ausbessern. Also hier wird, ich weiß nicht, ob ich das lasse, weil dann kann ich nicht so gut zu Spark rüber gucken. Ich glaube, den Boden mache ich auch mit Slabs in der Mitte, weil dann spare ich ein bisschen. Ich bin ein kleiner Hacker, Sparfüchseln. Jetzt habe ich mir keine Workbench mitgenommen. Das ist auch ein Crafting Table, heißt das übrigens. Auch gerne in Minecraft. Ha, was? Bina? Ah, Bina! Ist das die echte Bina? Bina braucht Mod dann unbedingt. Sarah, kannst du Bina Mod geben, damit ich Bina noch besser lesen kann? Ist das echt die Bina? Voll lange nichts mehr mit Bina gemacht eigentlich. Das ist sehr, sehr blöd. Fällt mir immer auf. Ja, geh gleich fest.
mein Opa hatte, Paul Zimmermann sagt, mein Opa hatte aggressive Demenz. Und das ist richtig, also richtig beschissen, muss man da leider sagen. So, nehmen wir ein bisschen. Was ist mit der Musik denn? Wir bauen uns jetzt da oben eine Crafting-Table hin, weil wir ganz schlaue Dudes sind. Ah, nee, warte, das ging anders. Ich muss erst Holz machen. Oh, nee, das ist das... Das ist das, was wir nachher brauchen. Ah, nee, warte, das sparen wir uns noch. Aber das nehmen wir mit. Spruce Wood nehmen wir mit. Weil das sieht so smooth aus. Spruce sieht so smooth aus. Weißt du, was ich meine? Ach, Sarah, echt? Du hast gar keine Rechte dafür? Oh, okay. Dann muss ich mal kurz... warte mal, wie kann ich das machen? Nina... Nina, ob... Ey, hat 5 Euro gespendet. Einfach nochmal für die Unterstützung für dich, dass du einen Opel tanken kannst. Vielen Dank für deine Donation und vielen Dank LarLP oder LarLim für deine Subskriptionierung. Boah, ihr seid ja irre. Was ist denn los mit euch? So, Bina, Bianca am Stissel habe ich jetzt gedingst, markiert. Echt, ist die Musik laut? Okay, dann mache ich ein bisschen leiser. Beziehungsweise, ich frage mal erst, bevor ich jetzt direkt losrenne. Was wollte ich? Guck mal, jetzt bin ich einmal rausgetappt, weil ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Was wollte ich denn machen? Warum ist das Item, das du in der Hand hältst, so groß? Frag Rain BXW. Weil ich das mag. Weil ich große Items in meiner Hand mag. Beste Antwort. Nee, weil das Texture Pack verbuggt ist für die 1.9, das ist eigentlich für die 1.8. Deswegen, aber ich mag das Texture Pack ab und zu mal und deswegen, ach genau, ich wollte auch Stufen bauen, aber ich wollte mir anderes Holz holen. Alter, Leute, was geht mit meinem Kopf denn? Wahnsinn, dann nehmen wir das mal mit. Obwohl ich mit Dark Oak Wood will ich nix bauen. Jetzt bauen wir mit Dark Oak Wood einen... Wie geht hier nochmal ein Crafting Table, bin ich doof? So. Den kann man ja auch ohne Dings bauen. So, Crafting Table. Ich bin verwirrt. So, dann kann ich mir auch eine Kiste bauen, die ich oben hinstelle. Mit ein bisschen Zeug. Da muss ich auch nicht immer runterlaufen. Und wir brauchen... Das könnte ich zwar auch oben bauen, aber das mache ich jetzt mal hier. Komm, brauchen wir mal... Oder brauchen wir so viele? Ja, komm, 8 brauchen wir schon. Boah, das wird schon quarzmäßig, wird schon wieder dünn. Obwohl, hier haben wir ja auch noch ein bisschen was, ne? Und da auch noch ein bisschen was. So. Machen wir mal hier mal ein bisschen weiter. Wie lange sind wir schon am Stissel? Okay, noch nicht mal eine Stunde. Wie geht's deiner Katze so? Die übrig gebliebene, die ja leider jetzt alleine ist, weil Bertie ja gestorben ist. Der Minka geht's an sich ganz gut, aber die Minka nervt gerade so übelst rum. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die andere Katze nicht mehr da ist. Aber die scheint jetzt irgendwie keinen Rhythmus mehr zu haben. Die plärt nämlich nur noch rum. Ich weiß, jetzt sagen alle, wie kannst du gemein zu deiner Katze sein? Ja, ist meine Katze. Die habe ich, damit ich zu ihr gemein sein kann. Die maunzt einfach so unerträglich viel rum. Das ist so unglaublich. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also, ob die andere Katze vermisst, was mich schon sehr wundern würde, weil das hat sie nie zum Ausdruck gebracht, dass sie sie mag. Naja. Aber ansonsten geht es ihr so ganz gut. So, pass mal auf. Jetzt machen wir hier... Boah, ersten Stein. Ich weiß nicht, ob ich... Pass mal auf, ich mache jetzt erstmal... ich mache jetzt erstmal kurz hier so eine kleine Plattform hin. Und dann gucke ich mal, wo ich dann die Treppen und den Eingang hin mache. Oh, das war auch doof. Oh, ich bin mir echt noch nicht... Und ich muss noch mal kurz hier so ein bisschen die Grundmauern bauen und so, bevor ich auch zum Jens gehe, weil dann muss ich mich immer so ein bisschen konzentrieren. Und dann... habe ich... Boah, ich hoffe, ich wäre jetzt da runtergefallen. Ich bin auch manchmal ein bisschen... Was? Ha, DeziZock hat subskriptioniert! Vielen Dank für deine Subskription! Krass! Was? Wow! Das ist echt... ihr werdet ja immer mehr! Gut, ein paar, die natürlich nicht verlängern. Die werden alle von mir angeschrieben und da wird dann gesagt so, okay, pass mal auf, wir müssen auf jeden Fall reden. Oh mein Gott. So, vorhin hat Bina übrigens geschrieben, Eve baut also ein Haus. Ich verstehe nichts, ich weiß nicht, was sie da tut. Das ist eine gute Voraussetzung, aber darum geht es ja auch gar nicht.
Hätte dich gerne auf der TubeCon getroffen, sagt Endless Love 23. Ja, das war sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also die TubeCon hat richtig viel Spaß gemacht. Das war das erste Event, sage ich mal, wo ich so Leute getroffen habe, die irgendwie von mir wollten, dass ich deren Sachen verschmutze mit einem Edding. Ich schaue jetzt nicht zu Classic Man. Die wirklich wollten, dass ich auf Körperteile, auf Klamotten, sogar Schuhe, meinen Namen draufschreibe. Gut, der ist wunderschön. Mein Name ist wunderschön. Redet die Alte schon wieder. Wahnsinn. Ich muss mal kurz mein stylisches Gurkengetränk trinken. Mal kurz auf meinen Apparillo gucken hier. Jeden Tag wird ein Idiot geboren. Das ist auch schön, eigentlich. Ach, guck mal hier. The Why So Serious just went live. Ah ja. Ja, es wird gerade übrigens, ich möchte es gerne nochmal betonen, denn morgen, Samstag, ist ja dieser Mega-Livestream auch von Rewindzeit. Und da wird das ganz neue Projekt anfangen, ein Livestreaming-Projekt, was nur im Livestream stattfinden wird. Das ist jetzt so die Werbung, die ich immer einblende. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Livestream. Ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, dass ab morgen Samstag ein neues Livestream-Projekt starten wird, in dem es auch umbauen gehen wird mit dem Modpack Live in the Woods. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dazu zahlreich einschalten werden und dieses Projekt unterstützen. Vielen Dank. Alles klar, Eve. Vielleicht doch keine Gurken mehr essen. Ich hänge so ein bisschen diesem einen Haus hinterher, ne? Was ich da gebaut hatte in meinem Creative Dings, weil ich das einfach schön finde. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich da reingehe, denke ich mir, oh, so wunderschön. Die Blöcke in dem Texture Pack sind so geil. Ja, ne, komm. Das sieht, also ich finde, Quarz sieht in Chroma Hills einfach wunderschön aus. Und das zeige ich euch nachher auch noch, welche Türen wunderschön aussehen. Also ich möchte, das Haus wird weiß sein. Und ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde natürlich hier so einen kleinen Vorplatz oder so einen Weg da hochbauen. Da wird's so ein bisschen wie bei Basti. Der hat das ja sehr schön gemacht, dass man hier so irgendwie so einen schönen Weg hochgeht. Das muss ich natürlich dann auch noch machen. Weil das ist jetzt eher so das Gegenteil von schön. Und der Baum muss vielleicht eventuell auch weg. Ich kann ja einen neuen pflanzen. Komm, den machen wir schon mal schnell weg. Weil ich dann einfach auch nicht aufs Bug gucken kann. Ne? Das ist ein bisschen doof. Aber das sind ja auch Bäume, die ich selbst gefällt habe. Dann kann man die auch selber wegmachen. Habe ich denn eine Spitze? Ich habe sogar eine Axt, heißt das Gerät, dabei. Ich bin sehr stolz auf mich ausnahmsweise mal. Eve mag ihr TP aber, genau. Eve geht in den TS, sofern sie mag. Ja, ach so. Mach ich gleich. Wie gesagt, ich habe richtig Bock. Also nicht, dass ihr denkt, irgendwie, oh, ich will gar nicht ins TS. Doch, ich habe total Bock, weil es natürlich auch mal voll chillig ist. Aber wie gesagt, dann kann man halt nicht mehr so auf den Chat eingehen. Und viele Streamer machen das ja so, dass sie auch mal zwischendurch alleine streamen, beziehungsweise bevor sie vielleicht mit anderen zusammen dann ins TeamSpeak gehen, alleine erstmal streamen, weil dann kann man einfach viel schöner auch mit den Zuschauern quatschen und darum geht es ja irgendwo auch. Also ich streame jetzt nicht nur um irgendwie, weiß ich nicht. Es geht ja darum, dass ich mich mit euch austausche. Ne? Sonst müssten ihr nicht da sein und ich müsste auch nicht da sein. Okay, komm, dann machen wir jetzt hier so ein bisschen mal hoch. Ups. Doch, da können wir natürlich ein bisschen noch hier hinbauen. Ich möchte aber dann lieber, genau, hier noch in den Keller runterbauen und dann vielleicht ein Schwimmbad mit einer Glasfront. Also so wie das hier, pass mal auf, der Rewindzeit da vorne gemacht hat. Ich möchte auch nicht, dass es von der Grundfläche zu groß wird. Aber da darf jetzt schon... Ach, wie findest du die Stadt Russland? Die große, große Stadt Russland. Russland ist ein Land und keine Stadt. Aber das Land Russland finde ich toll. Und ich glaube, ich habe schon tausendmal gesagt, dass ich dieses Jahr eigentlich mir vorgenommen hatte, Russisch zu lernen. Zumindest so ein paar geile Phrasen oder so. Dass man so am... ich würde das einfach lieben, wenn man dann so im Supermarkt steht und man kann einfach so ein bisschen Russisch schimpfen. Frag mich nicht, warum ich mir so einen Kack in den Kopf setze, aber... Das machen wir wieder weg. Also hier kommt man hoch. Wunderschön, oder? Was Eve jetzt schon gezaubert hat in der Stunde. Muss man auch mal sagen, ne? Macht da mal eine Poolparty. Ja,
Ist euch mal aufgefallen, dass wir den ganzen Craft Attack-Projekt nur gebaut haben und gebieft und getrollt haben, aber noch keine einzige Veranstaltung oder Party hatten? Das müssten wir unbedingt mal ändern. Und wie kommt dieses Huhn verdammte Scheiße wieder hier hoch? Warum sind in diesem Spiel überall Hühner? Ernsthaft? Oh, das ist übrigens, das Lied. Hört ihr das? Das ist auch ganz großartig reingebaut hier. Ich bin mir da echt noch nicht ganz sicher, wie ich das machen will. Oh, da hat einer ein Ei gelegt und ich meine das Huhn. Eve, kannst du mal Fall Cry? Du meinst Far Cry? Weiß ich noch gar nicht, ob ich das spielen möchte. Also wenn, dann würde ich, glaube ich, nur so ein paar Folgen oder so ein paar Stunden spielen. Das ist jetzt nichts, also es wirklich durchzusuchten, habe ich gerade irgendwie. Dafür habe ich jetzt gerade Craft Attack, Layers of Fear, dann das neue Streaming-Projekt, was morgen startet, The Division am Dienstag. Ich glaube, das wird dann einfach viel zu viel und dann kann ich mich auf nichts wirklich konzentrieren. Das Lied läuft schon ein paar Minuten. Oh krass, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Heimlich Bonbon reinschieben. So. Machen wir das so. Und dann machen wir hier noch so weit hin. Nee, das sieht scheiße aus, oder? Oder? Oder machen wir das, lassen wir das im Boden ein? Dann müsste ich das jetzt aber alles nochmal abbauen. Aber weißt du, was ich meine? Also, warte mal, das kurz weg. Das ist echt wunderprächtig, ist das. Gut, das ist ja im Prinzip das Gleiche, als wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Dreck drum baue, aber dann ist das so hoch. Ich möchte das jetzt nicht viel höher machen. Oh Gott. JB, ich komme gleich. Aber die Eve muss sich gerade noch so krass konzentrieren, dass es weh tut im Kopf. Tut mir leid. Ich würde das gerne genauso nachbauen eigentlich. Ich glaube, ich mache mir mal ein Bild. Habe ich ein Bild von dem? Entschuldigung, Bonbons rein. Eve, könnte ich ein Herz von meinem Namen? Julian? Nö. Das kriegst du, wenn du Subscriber bist. Habe ich da irgendwo ein Blut von? Aua. Ich habe mir das irgendwo, glaube ich, aufgemalt, so ein bisschen. Wie das ungefähr war. Entschuldigung, jetzt muss ich ein bisschen rumrödeln. Hier habe ich übrigens noch eure Kontaktadressen für, wenn ich mal Fancalls mache. Da habe ich schon zwei am Stissel, die ich natürlich als erstes anrufen werde. Die Babsi und die Kada. So. Nee, habe ich nicht. Doof. Warum nicht? Wo sind die Bilder von diesem Haus, verdammte Axt? Wo? Ich spiele mit Chroma Hills. 7 Skip B7. Oh, Young Miley hat subskriptioniert. Vielen Dank für deine Subskription. Ja. Ah, ich muss mir Melone machen. Nee, ein Herz ist cooler. Melone ist. Willkommen bei den Idioten. Soll ich das dazu sagen? Ist das lustig? Pass mal auf. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen Performance machen, glaube ich. So, da wird es einen Weg geben. Ich baue jetzt einfach irgendein weißes Haus hier hin. Ich habe mich da so, aber so fest rein verliebt, so ein bisschen. Das habe ich so schön gebaut damals. Eigenlob stinkt. Halt die Schnauze, Eve. Okay. So, pass mal auf. Guck mal, wie schnell ich bin. Guck mal. Eine Stunde habe ich jetzt dafür gebraucht und jetzt baue ich es innerhalb von 30 Sekunden ab, weil ich einfach so ein krasser Dude bin. Weil ich mir einfach heute mal gönne. Weil wir heute mal in der Gönnung sind. Nee, Quatsch. Und das Huhn, irgendwie ist es ja auch nice, ne? So eine kleine Gesellschaft hier. So. Guck mal, bin ich ein schneller Abbauer.
Muss man natürlich zwischendurch dran denken, dass man die auch wieder sich reparieren lässt, ne? Mit Dings. So. Jetzt müsste ich eine Schaufel haben, ich weiß. Habe ich nicht. Eve ist schnell. Ja, das ist auch, glaube ich, das Letzte, was man mir nachsagt. So. Pass mal auf, jetzt machen wir noch schnell den Boden. Und wenn das Grundgerüst steht, dann gehen wir nach dem JB hin. Nach dem JB Mangrohr. Was macht der denn gerade? Guck mal, geh mal hin und gucken, was der macht. Oh, das war doof. Geh mal nach dem JB hin und sagt, ihr spioniert hier gerade mal kurz. Jetzt mache ich eigentlich das gleiche wie vorhin, ne? Aber irgendwie sah es gerade scheiße aus. Da war ich unsure. Hm, genau, da kommt dann so ein Weg dahin. Oder? So, zack, zack, zack. Und dann kommt da der Eingangsbereich hin. So, da wird es so ein Weg. Da muss ich aber noch einen höher gehen, weil sonst kann ich. Jetzt macht er das so, okay. Weil sonst kann ich keine Tür oben drauf machen. Weißt du, was ich meine? Oh gut, da muss ich ja sowieso eins höher machen hier alles. Ach Mann! So eine Kacke! Das ist auch einfach hier, warte mal, ich muss mal was umstellen. Ich muss mal hier meinen Pfoff, glaube ich, mal umstellen. Nee. So. Ein bisschen mehr Übersicht hier einfach. Mehr Übersicht in dieses Projekt reinbringen. Wie finde ich das jetzt? Ich muss mir das jetzt angucken, Leute. Es tut mir leid. Ich muss es jetzt raussuchen. In der Zeit mache ich jetzt Werbung. 3 Stunden. Oh, ja, da leuchtet schon. Pass auf. Wir machen jetzt 2 Minuten Werbung. In der Zeit suche ich mir ein Bild raus von meinem Creative, was ich gebaut hast. Pass auf. Freu dich. Jetzt freu dich. Ich sag auch nichts Wichtiges. Jetzt läuft nämlich Werbung. Keep in mind that your stream is still live and not everyone will get commercial. So. Jetzt suchen wir das mal raus. Oh, wo war das noch? Oh, das habe ich mal bei Twitter gepostet, glaube ich. Wie, keine Werbung? Ja, das wäre voll cool, wenn ihr den Adblocker bei mir natürlich nur bei mir ausmacht. Mein Quatsch. Wenn ihr den Adblocker ausmacht. Oh, Maxdome-Werbung. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Oder? Maxdome-Werbung ist cool. Weil dadurch finanziert sich natürlich Twitch auch. Und ihr indirekt natürlich auch die Streamer, die davon auch einen kleinen Teil bekommen. Ne? Deswegen ist das sehr nett, wenn ihr den Adblocker ausmacht, weil alles kostenlos ist ja auch gar nicht so geil. Ne? Ist schon, aber was habe ich mir denn da gemacht? Also, so, wo finde ich jetzt dieses Video, Leute? In welcher Playlist habe ich dieses Video? Das habe ich nämlich auch hochgeladen. Minecraft Together könnte sein. Auf Terror gebürstet. Partykeller im Schlaf verreckt. Nee. Ich finde das. Und dann mache ich dann einen Screenshot von. Mache ich schon mal hier Shop des Fotos auf. Oh! Warte, ich muss mal schnell ins Game rein. Nicht, dass mich hier in der Zeit irgendwie. Ich höre nämlich schon wieder einen Mob. Oh, danke! Jonas hat für mich den Adblocker ausgemacht und sich für mich Werbung reingezogen. Boah, jetzt passiert was. Oh! Scheiße! Boah, ich muss schnell weg. Nein! Boah, jetzt war ich halt einfach ein bisschen auch verwirrt. Ah, okay. Was, hat er jetzt mit mir gesprochen? Nee. Wollt ihr NTS? Jo, dann halt nicht. Sorry, habe ich nicht gelesen. Ich wollte gleich sagen, wenn ich was, weiß nicht was. Auch nicht gelesen. Ja, ja, können wir gleich.
Das war jetzt, das war aber mal gut, dass die Geräusche machen, die Geräte hier. Gehen wir mal schnell wieder hier hoch. Gucken dann weiter nach dem einen Fideo. Und derzeit erstmal natürlich noch ein Bonbon. Das ist ganz wichtig. So. Wo habe ich das? In welcher Playlist? Was habe ich denn für Minecraft? Survival, da ist das nicht drin. Leute, jetzt helft mir doch mal. Ich hatte das mal bei Twitter gepostet. Ich das bei Legend mit drin? Nee. Das habe ich mal gespielt, bevor ich gelegendet habe. Aber. Nee. Dann vielleicht doch in Survival. Warte. Even Happy Land? Enchanted? Nee, auch nicht. Ach Mann. Also, sag mir mal, in welches Teamspeak? Okay, TS mit Kevin, TS mit Kevin. In der Kreativwelt, genau. Aber wo war die? Wo finde ich das? Wo finde ich dieses Video auf meinem Kanal? Oder habe ich das nur auf meinem Twitch? Warte. Das habe ich bei Twitch? Ja, okay, komm, pass mal auf. Wir gehen jetzt ins Teamspeak, kann ich nebenher ein bisschen quatschen. Dann. Dann könnt ihr euch ein bisschen voll quatschen, während ich hier ein bisschen das raussuche, weil das ist nämlich auf Twitch, da muss ich raussuchen. So. Muss man auch einstecken, nur aufsetzen, bringt gar nichts, ne? So. Dringender Ding. That's what she said. Bei mir backt übrigens ein bisschen Twitch rum. Wenn ich darauf gehe, kriege ich da oben immer nicht meine Dingsleiste angezeigt. Das ist ein bisschen nervig. So, TS. Ja, TS, TS, TS. Ah, ist nur Twitch, sagt gerade jemand. Babsi, Babsi, hast du den Link? Bips, Babs, Bips, Bups, Babs. Babs, Babsi, Bupsi, Babsi, Babs, Bips, Bups, Babs. Bups, Bips, Bups. Ich war bei Highlights. So, dann gehe ich hier schon mal rein. Favoriten. So, also Leute, wir gehen jetzt da rein und ihr werdet mich nicht mehr sprechen hören. Nein, Quatsch. Revi hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Das hört Was? sich an, als wenn er im Hintergrund am Duschen wäre. Nabend. Hallo. Hallo. Hi. Das fände ich schon ein bisschen anregend, wenn jetzt Revi mir Sprachnachrichten schickt, während er duscht. Okay. Und damit einen herzlichen guten Abend. Es geht gleich geil los, ey. Kriegt man direkt was geboten. Spiel mal ab, Moment, Kevin. jetzt muss ich die Musik wieder leise machen hier ein Ja, bisschen. ich auch. Eva hat immer so eine sanfte Stimme. Die muss man. Warte mal, habe ich dich überhaupt lauter gestellt bei mir? Nee, okay, 5 dB mal drauf hier, so. Jetzt bin ich zu laut, oder was? Nee, jetzt versteht man dich, während die Musik auch noch vernünftige Lautstärke hat. Ha! Jetzt schreiben alle, ha, gay! Vielen Dank, Gamers-Time. Balkanare00, für deine 2-Euro-Spende. Was hast du geschrieben? Moin, ich liebe dich. Hashtag no homo. Frag doch mal Revi, Alter. Ich glaube, der ist gerade auf dem Trip. Enderwin, danke schön für deinen Sub. Willkommen. Und auf jeden Fall, danke für deine Spende. Dankeschön. Übrigens, Kevin und Eve sind auch im Stream. Bist du Haut doch betrunken mal wieder? bitte einen Multi-Twitch-Link rein. Würde ich mich sehr darüber Gamer-Goldheim, freuen. danke schön. Ja, genau. Bei mir auch Multi-Twitch-Link aktualisieren. Jetzt ist ja nicht mehr der Fisch hier. Ach so, der hat aufgehört. Ja, der spielt jetzt Rainbow Six Siege. Ich nock. Was nockt dich um? Okay, danke schön für deinen Support. So, ich muss aber jetzt trotzdem die Sachen nochmal reparieren, Leute. Eve, brauchst du mal wieder was? Ich habe 39 Level. Oh, ich habe selber sogar, du wirst es nicht glauben, aber ich habe 43 Level. Ja, ich habe Woher? 33. Aber ich bin auf jeden Fall hier der dickste Babo im Ring. Aber das kann auch die nächste Sekunde wieder vorbei sein, wenn ich von einem Zombie verprügelt werde. Außerdem weiß sie wieder nicht, was sie damit anfangen soll. Deswegen ist es in meinen Händen.
Wie eine tolle Waffe, die nicht genutzt wird. Egal, lassen wir das. Also ich finde das Revi ein Sweeter Boy, Leute. Ich habe da kein Problem mit. Was ist Revi? Ein Sweeter Boy. Ich habe ein Sweeter Boy verstanden. Das ist ja auch. Ah, guck mal, ich habe das Video gefunden. Ich guck schon die ganze Zeit verliebt auf mein Handy, bis die Nachricht zurückkommt, Leute. Also er hat dir eine Nachricht aus der Dusche geschickt. Ja, das hört sich so an im Hintergrund, als wenn der am Duschen wäre. Die ganze Zeit so ein Rauschen. Kennst du ja von der Dusche, dieses Rauschen. Und das ist die ganze Zeit im Hintergrund. Und ich habe ihn halt vorhin gefragt, weil Early Boy ist am Plan, Unterwäsche von sich rauszubringen. Was? Und ich habe mir einfach gesagt, Revi ist ja so der Kritiker unter den YouTubern. Ich frage ihn doch einfach mal so, ob er sich von Early Boy einen Schlüpper kaufen würde. What the fuck? So, und dann hat mir Revi gerade seine richtige Kritik. Willst du vielleicht mal die Antwort hören, die Revi mir geschickt hat? Erzähl. Warte. Moment, ich kann sie abspielen. Moment. So. Warte, Moment, noch können wir zurück. So. Mach mal an. Alter, nein, natürlich nicht. Was ist Early Boy für ein Mensch? Was denkt dieser Idiot sich? Ich hasse ihn so sehr. Das rauscht die ganze Zeit im Hintergrund. Das hört sich an, als wenn er unter der Dusche wäre. Was rauscht denn noch? Lass mal kurz überlegen. Du hörst die ganze Zeit, du hörst die ganze Zeit dieses Tropfen von der Dusche. Vielleicht staubsaugt er gerade seine Dusche? Das ist... Nee, das denke ich nicht. Okay. Kevin, ganz hart da. Kein Gerät, bitte. Nein. Bitte nicht. Oh. Boah, Junge, das ist immer noch voll das Abenteuer, ob du im Endleben reinkommst oder nicht, ey. Echt? Ja, wegen den ganzen Enderman. Ach so, ja, hast du immer noch gar keinen Kürbis auf. Nee. Den werde ich mir nie aufziehen. Ich glaube, ich stell da mal einen Anfang oder so. Eine Kiste. Mit ganz vielen Kürbissen. Das Ding ist, Jens, bist du morgen Abend da? Zu spät. Ja. Sehr gut. Und ich hab dir auch noch nicht auf deine Skype-Nachricht geantwortet, aber ja. Okay. Ja, das geht nicht nur darum. Geht allgemein auch um Craft Attack, um die Sicherheit von Craft Attack. Oh oh. Was hast du mit Revi vor? Nicht, ich sag nur, dass Revi einen Stack TNT hat. Oh. Ich sag nur, sei lieber morgen, um irgendwelche Eskalationen zu verhindern zur Sicherheit da. Woher hat er das wieder? Das hat das haben wir gefarmt. Das haben wir gefarmt. Das hat er nie im Leben selber gefarmt. Ich habe ihm geholfen dabei. Das ist immer so ein bisschen wie so Kinder, die sagen, ah, wir haben was voll Freches vor.